Im zweiten Petrusbrief ist von Menschen die Rede, die zwar Jesus Christus und den Weg der Gerechtigkeit erkannt haben, daraufhin ein gewisses christliches frommes Leben führen, aber dann rückfällig werden und deren Leben mündet in gewaltiger, massiver Weltlichkeit und Fleischlichkeit. Geht es dabei um wiedergeborene Christen, die quasi vom Glauben abfallen und sogar dann verloren gehen können? Definitiv nicht. Im zweiten Petrusbrief, insbesondere im zweiten Kapitel, geht es um falsche Lehrer, um falsche Propheten, deren Lehren fördern Weltlichkeit und Fleischlichkeit. Diese falschen Lehrer sind innerhalb des christlichen Bereiches, innerhalb des christlichen Bekenntnisses in der Christenheit. Und diese sind gleichzeitig Lästerer. Und die Merkmale der falschen Propheten wird im Kapitel 2 charakterisiert. Und diese machen eindeutig klar, dass es dabei nicht um wiedergeborene Christen geht. Aber es geht um christliche falsche Lehrer. Das heißt, sie haben Jesus Christus und den christlichen Glauben, den Weg der Gerechtigkeit erkannt, aber sie sind nicht wiedergeboren. Erkenntnis ist nicht gleichzusetzen mit Glauben und Wiedergeburt. Sie haben kein Leben aus Gott, sie sind nicht wiedergeboren, sie haben den Heiligen Geist nicht innewohnen. Was sie aber haben, ist eine temporäre christliche Religiosität, eine gewisse christliche Frömmigkeit. Insofern sind sie temporär den Befleckungen der Welt entflohen, aber diese Frömmigkeit ist keine echte, sie hat keinen Bestand, denn sie basiert nicht auf der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist eine äußerliche christliche Frömmigkeit, die hat keinen Bestand und das mündet in einer Rückfälligkeit. Das heißt, früher oder später werden diese Leute rückfällig und ihr Leben mündet in massiver Weltlichkeit und Fleischlichkeit, die sogar schlimmer ist als in der Zeit, als sie noch nichts vom christlichen Glauben und Christus wussten. Das ist der Gedanke dahinter. Und Beispiele solcher falscher Lehre findet man in der Bibel, aber auch heute in der christlichen Welt. Vor allen Dingen in den kirchlichen Bereichen, Menschen, die Ämter einnehmen in der christlichen Welt, in dem christlichen Bekenntnis, die aber nicht wiedergeboren sind, die falsche Lehren bringen und sogar Lästerer sind und deren Leben tatsächlich gekennzeichnet ist von großer Weltlichkeit und Fleischlichkeit.